Wie du dich mit Puder schminken kannst, damit du sofort frischer und gesünder aussiehst. Heute geht es mit unserer 1x1 Make-up-Reihe weiter mit dem Thema Puder. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man sich mit einem Puder schminken sollte. Der erste Grund ist, damit man einfach nicht so blass aussieht. Der zweite Grund ist, um das Gesicht etwas zu mattieren, gerade wenn man sehr fettige oder ölige Haut hat. Der dritte Grund ist, damit man das Make-up fester machen kann, also im Prinzip zum Fixieren des Make-ups. Und der vierte Grund, warum man ein Puder benutzen kann, ist Contouring. Das heißt, dass ich meine Gesichtsform etwas modellieren kann. Hier zeige ich dir aber nur die ersten beiden Punkte, nämlich ein bisschen Farbe ins Gesicht zaubern und das Gesicht etwas zu mattieren. Zu Beginn stellt sich die Frage, muss ich denn ein Make-up oder Foundation oder einen Primer unter dem Puder benutzen? Nein, musst du nicht. Definitiv nicht. Du kannst auch nur einfach das Puder direkt auf die Haut auftragen. Du kannst aber vorher auch ein Make-up auftragen oder einen Primer. Mach es so, wie es für dich am besten ist. Die nächste Frage ist, was für ein Puder soll ich denn benutzen? Es ist ganz egal, ob du ein loses Puder nimmst oder ein Kompaktpuder. Wichtig ist aber, dass das Puder, die Farbe, ein matter Farbton ist und nicht extra Glanzpartikel enthält, denn wir möchten ja, dass das Gesicht nachher schön ebenmäßig wirkt und mattiert ist und dass es ganz natürlich aussieht. Und die nächste Frage ist, was für einen Pinsel soll ich denn benutzen, um ein Puder aufzutragen? Das ist eigentlich auch ganz egal. Es gibt viele verschiedene Puderpinsel in verschiedenen Formen. Wichtig ist aber, dass er vorne nicht so fest und so dicht ist, sondern dass er vorne schön fluffig ist. Du kannst zum Puder auftragen auch das meist mitgelieferte Puderpad nehmen. Das geht auch ganz gut. Aber wenn du es wirklich hauchfein und natürlich haben willst, würde ich nicht dieses Pad nehmen, sondern einen fluffigen Pinsel. Ich nehme jetzt das Sun Powder Matt und diesen schön großen fluffigen Pinsel. Und wichtig ist, dass du den Pinsel jetzt nicht vorne ganz fest hältst und hin und her schrubbst sozusagen, sondern halt den Pinsel ganz locker und auch nicht zu viel hier im Puder rumrühren, nur so ein bisschen eintupfen, ein bisschen rühren. Und dann fängst du an, auf den Wangen etwas, einen Hauch von dem Puder aufzugeben. Wenn du mehr Farbe möchtest, dann nimmst du einfach ein bisschen verstärkt und trägst das erstmal nur auf den Wangen auf. Und du siehst schon, ich habe jetzt noch gar nicht viel gemacht, aber ich bekomme sofort einen Hauch von Farbe ins Gesicht und ich sehe sofort ein bisschen gesünder aus und es sieht aber trotzdem ganz natürlich aus. Von den Wangen aus streiche ich das Puder schön nach unten, dass ich auch die Gesichtshaare, also nicht hier rumrühren, weil ich möchte, dass meine Gesichtshaare sich schön nach unten auf die Haut legen. Nach unten schön ausstreichen, nicht vergessen. Und in der T-Zone auch auftragen. Und verstärkt kannst du hier oben, jetzt muss ich die Haare mal ein bisschen wegmachen, hier oben verstärkt auftragen. Das sieht nämlich dann auch aus, als wärst du von der Sonne geküsst, wenn es hier oben ein bisschen dunkler ist als hier vorne. Und als Tipp, gib das Puder nicht direkt auf den Nasenrücken auf. Dadurch wirkt die Nase oft ein bisschen breiter, sondern gib es ein bisschen links und rechts von der Nase auf. Dadurch wirkt die Nase ein bisschen schmaler. So, und dann einfach nur, wie gesagt, noch schön nach unten auswischen. Auf den Wangen noch mal ein bisschen verstärkt. Und das war's auch schon. Und du siehst, man sieht sofort viel, viel gesünder und frischer aus, obwohl ich gar nicht viel gemacht habe. Und das Schöne ist an diesem Puder, es sieht auf den ersten Blick sehr, sehr dunkel aus. Aber auch wenn du sehr blass bist, wenn du einen fluffigen Pinsel nimmst und nur so einen Hauch auf die Wangen aufträgst, ist deine Haut eine Nuance dunkler und du kannst selbst bestimmen, wie dunkel du es haben willst. Im Sommer, wenn man eh schon leicht gebräunt ist, möchte man es ja gerne noch ein bisschen dunkler haben. Dann nimmst du einfach ein bisschen mehr. Das Puder passt sich super gut der Haut an, dass es immer natürlich aussieht. Den Link zu unseren Produkten findest du übrigens immer hier unten in der Infobox verlinkt. Also nochmal kurz zusammengefasst, benutze auf jeden Fall ein mattes Puder und einen schön fluffigen Pinsel. Verteile es im ganzen Gesicht, halte den Pinsel schön locker, auf den Wangen ein bisschen verstärkt aufgeben und schon bist du fertig. Nächste Woche geht schon weiter mit unserer Make-up 1x1 Reihe. Da zeige ich dir alles zum Thema Rouge und wo du das auftragen sollst, bei welcher Gesichtsform. Und um das nicht zu verpassen, abonniere unseren Kanal und drücke auch auf die Glocke. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Sabine.